Ende ist, kann auch Anfang sein. Man sollte nicht an alten Zeiten kleben. Doch ich bin kein Ignorant, der zu schnell vergisst. Das, was einmal war, ist auch mein Leben. Ich habe immer was gefunden. Träume vom Schlaraffenland hab ich auch geträumt. Als ich hinkam, war ich schon verschwunden. Was bleibt? Was uns bleibt? Wirklich. Das war einfach so und ich finde das super und das passt. Also das ist auch mein Leben. Das ist wirklich so. Meine Musik, wenn es mir schlecht geht, höre ich die Pudis und dann geht es mir gut und dann ist alles gut. Seitdem man weiß, dass das Ende terminiert wurde, bereitet man sich innerlich darauf vor, dass ein Countdown läuft. Und je näher man diesem Countdown oder dem Finale halt rückt, desto emotionaler nimmt man auch die ganze Geschichte noch wahr. Keiner wagt was zu sagen. Also irgendwie ist es doch nicht so, weil es noch nicht geschehen ist. Da ist noch nicht so richtig ran. Ich glaube, keiner will es so richtig wahrhaben. Wenn wir jetzt so weitermachen, wie soll denn das gehen? Wir können ja nicht davon ausgehen, dass wir alle zur gleichen Zeit mit 50, wenn wir 50 Jahre alt wären, die Band jetzt, meine ich, dass wir alle nicht geschlossen von der Bühne fallen dort. Das geht ja nicht. Das wäre natürlich mal eine Ansage, aber das funktioniert ja nicht mehr. Ja. Es wurde beschlossen, wir haben auch lange hin und her überlegt und ich gebe auch zu, ich war der Einzige, der dagegen votiert hat, weil ich habe keine Lust, nochmal von vorne anzufangen. Vielleicht liegt das daran, dass ich der Älteste bin. Ich werde das nochmal genießen. Bin natürlich auch voller Adrenalin und voller Spannung und für mich ist das Wichtigste, das Konzert irgendwie cool über die Runden zu kriegen und die Augenblicke, die man da hat, die müssen sich bei mir irgendwie, die möchte ich ganz lange festhalten. Wir müssen auch so ehrlich zu uns sein und müssen sagen, wir kommen natürlich auch in ein gewisses Alter. Und bekanntermaßen ist Peter Mayer 75 und Maschine und Quaster sind 71. Und dann sage ich immer, man sollte aufhören, wenn es am schönsten ist. So, liebe Tudis, liebe Tudis, es gibt schon den Meilenstein am Tivoli. Ich bin der kleine Freund von Quaster. Rockmusik, so heißt unser Laster. In Tivoli, hier schrieb Gott unsere Schicksalsmelodie. Harry Jeske, unser damaliger Bassist, hat das organisiert. Er war sehr clever und auch nervig, sagt er selbst von sich heute. Und da sind wir durch die Gegend gefahren und haben so an die Kneipen angehalten und er hat gefragt, ob wir da irgendwo spielen können. Und dann sind wir hier auch vorbeigekommen und ich glaube, es war Mittwoch, der 19. November 1969. Und dann haben wir hier gespielt am 19. November. So, paar Okasstädte, weißen Tischdecken und so Platz für 400 Leute oder so. Ja, aber so viel waren es, glaube ich, nicht. Für uns, da gab's kein Zurück, kein Stück zurück. In Tivoli, hier schrieb doch unsere Schicksalsmelodie. Wir hatten damals nicht sehr viele Songs drauf, 15, 20 Stück, glaube ich so, und haben nur nachgespielt. Unsere, sagen wir mal, damaligen Vorbilder, die Purple und Led Zeppelin und Venus haben wir als ersten gespielt, das weiß ich noch. Und hier war übrigens
der Vorgänger von den Pudis, der spätere Karatsänger Herbert Dreierlich im Saal. Und der konnte ja bekanntlich gut Englisch. Ich konnte aber kein Englisch, musste aber die englischen Nummern singen und habe mir die ja nur so phonetisch aufgedrückt. Diese englischen Sachen hat er mal Angst gehabt, hoffentlich versteht er was, aber wahrscheinlich hat er nicht verstanden. Das war mir so ein bisschen unangenehm, weil er ja auch noch dazu der vorige Sänger war von den Pudis und wir haben das, ich war sozusagen sein Nachfolger gewesen. Also daran kann ich mich noch ganz genau erinnern. Da war das eine riesengroße Band, die wir da ganz stolz mal nach Freiburg in die Provinz gekriegt haben. Auch mit dem Hinweis, ihr habt hier angefangen und es hat dann funktioniert. Und da haben wir dann auf dem Schützenhausplatz, das ist ein Stadion in Freiburg, haben wir vor 10.000 Leuten 10 Jahre Pudis mal gefeiert. Und daraus ist dann eine Tradition geworden. Es wurde dann immer dichter, das Netz. Und ja, seit 15, also ja, zum 18. 15. Konzert haben sie dann regelmäßig jedes Jahr hier gespielt. Wunderbar! Zum Mode! Auf noch viele, viele Jahre. Wir stoßen an Maschinen. Ja, mit lachenden und einem weinenden Auge, weil man ja weiß, es ist jetzt heute Donnerstag, Freitag, Samstag das letzte Mal im Tivoli. Und deswegen wird es was ganz, ganz Besonderes. Was braucht man für sein Leben? Was braucht man für sein großes Ziel? Was kann man weitergeben? Was kann man mit dem Herzen fühlen? Als wir hier anfingen, fingen wir ja an mit, da sahen wir aus wie die Beatles in den Urzeiten. Also mit einem Anzug und einem Chapeau und so richtig. Also da war noch nicht, das war ja noch die Zeit. Wir sind dann erst drin gewachsen in die ganze Woodstock-Ära, also mit langen Haaren und Bärten und so weiter. Das war der erste Jahr, zwei Jahre später. So. Dann haben wir die Klamotten, die Anzüge abgelegt. Und haben uns dann doch ein bisschen bunter gekleidet. Was braucht man, um zu siegen? Was braucht man, um ein Held zu sein? Was hat uns angetrieben? Erfolgreich waren wir eigentlich von mehr oder weniger vom ersten Tag an. Da sind uns nämlich die ganzen Fans immer hinterher gereist. Wir sind gebürtig aus Sangerhausen und haben damals nach der Wende DDR verlassen, sind nach Bayern gezogen und sind aber den Pudis treu geblieben. Da ich seit 1974 Pudis-Fan bin und auch geheiratet haben und dann und immer gesagt habe, die Tochter heißt dann mal Melanie. Und das ist meine Tochter, die Melanie. Und die Frau ist auch ein Pudis-Fan, also hat uns das Glück zusammengefunden. Und so kam eins ins andere. Und seitdem haben wir uns gedacht, wenn wir mal zu den Pudis fahren, lassen uns was einfallen und machen hinten einfach mal drauf, Bayern grüßt die Pudis. In der 10. Klasse in der DDR musste man ja einen Aufsatz schreiben in der Prüfung.
Und mir fiel nichts anderes ein. Und habe gedacht, ich nehme den Titel von den Kudis, Melanie, und habe den dargelegt. Und der Aufsatz ist gut gelungen. Ich habe meine Prüfung geschafft in Deutsch. Und die Lehrer waren alle begeistert und haben gesagt, also wenn der mal ein Kind bekommt, heißt das Kind bestimmt Melanie. Der Mann vom Service, vom Tivoli, hat mich angesprochen und hat gefragt, ob ich jetzt, ob ich kurz Zeit hätte, bei dem Eisbärenlied hinterzukommen und die Weinflasche zu überreichen. Und sage ich, natürlich, mache ich gerne. Die Chance bekommt man nicht zweimal, sage ich ganz ehrlich. Ja. Und die nutzt man natürlich, ganz nah zu sein. So wie Bimbo jetzt ganz nah ist, alle zu sein. Wahnsinn. Ganz nah. Ganz krass, ja. Ganz nah. Ganz nah. Ganz nah. Ganz nah. Oh. Die erste Merchandiserin der Welt. Oh. Der Bodies. Dort. Ja, ja. Ich bin wirklich der Älteste. Also. Jetzt war jetzt eines hier. Also. Wir wollten uns nochmal bedanken für die vielen schönen Stunden, die wir mit euch verlebt haben. Und wir wünschen euch von Herzen alles Gute. Und wir werden noch oft an die schöne Pudelzeit denken. Und es tut uns echt leid, dass ihr aufhören wollt. Ach so. So, nehmt ihr das mit 50 anderen. Es sind 5 Stück, weil ihr immer 5 seid. Das tut auch uns leid. Vielen Dank. Ja. Das nehmen wir mit auf den Weg jetzt. Vielleicht sehen wir uns doch nochmal wieder. Ja, also ich hoffe es ganz sehr. Immer gerne gekommen hierher und kommen auch weiterhin sehr gerne her. Wird sich ja bestimmt noch mal ergeben, dass wir auch als Gäste hier sind, bei anderen Konzerten zum Beispiel. Und wir wollen dir ein paar Getränke überreichen. Ich schätze mal, da wirst du mindestens eine Woche zu brauchen, um die auszutrinken. Mehr als eine Woche. Und wir können dir nur auf deinen weiteren Wegen alles Gute wünschen und halte durch, mein Lieber. Ich danke euch. Es war sehr schön mit dir. Ich danke euch. Ich danke dir. Ich habe keinen Geburtstag. War immer toll hier, wird toll bleiben. Dir kommen gleich die Tränen mir auf. Hab vielen Dank. Ich danke dir für die vielen Torten, ja, den schönen Sekt, das gute Essen und die vielen Fans. Dankeschön. Alles Gute. Ich habe mich falsch getroffen hier, ich muss jetzt mich jetzt zusammenreißen. Ich meine das aber ernst, bei jeder Begegnung trinken wir eine Flasche gemeinsam, ich heb die auf. Und ich will das nicht als Abschied verstanden sehen. Mein Bauch sagt, wir sehen uns mal wieder. Im Tivoli in Freiburg und bleibt schön gesund. Es gibt noch viele Jahre und bis 2019, 50 Jahre Tivoli. 50 Jahre Puttis im Tivoli. Ich glaube, 50 Jahre Puttis im Tivoli. Ach so, okay. Das, vielleicht erlebt man das gemeinsam und dann lade ich euch jetzt schon ein. Meine Freundin ist schön, als ich aufstand, ist sie gegangen. Weckt sie nicht, bis sie sich regt. Ich hab mich in ihren Schlafen gelegt. Als ich bei den Pudis eingestiegen bin, da haben also andere Sachen eine größere Rolle gespielt. Meine erste Westreise, das erste Mal in unserem Bruderland, Sowjetunion, die ersten Konzerte in Moskau. Hey! Die ersten Konzerte in Moskau. Und das war das eigentlich das, was ich eher in Erinnerung habe als den ersten Auftritt in Freiburg. We'll be right back.
gespielt. Wir haben unser Geld immer live verdient. Wir waren damals noch mehr unterwegs. Wir waren damals ungefähr so viel unterwegs wie in diesem Jahr. In diesem Jahr haben wir ja über 100 Konzerte gemacht. Und das haben wir damals auch gemacht. Und davon haben wir gelebt. Der hat auch Spaß gemacht. Ich bin ja nicht Musiker geworden, um mir zu Hause umzusetzen. Ich will aber spielen. Macht ja Spaß. Und wenn das Meer dann unsere Geschichte erzählt, vom Lachen, vom Lieben, vom Leben, dann kann uns keine Macht dieses Wunder mehr nehmen. Das Lachen, das Lieben, das Leben. Uns hat es nicht umsonst gegeben. Naja, das ist schon so, dass ich da 5 gefunden haben, eigentlich vom ersten Tag an, kann man sagen. Ja, das ist ja wichtig. Es gibt ja die meisten Bands, die sich zusammenfinden, stellen dann nach kurzer Zeit schon fest, jeder will andere Musik machen, jeder ist ein anderer Mensch. Das ist okay, natürlich sind wir auch Individualisten, mehr oder weniger, aber wir passen natürlich schon ganz gut zusammen, menschlich und musikalisch, und das ist sehr, sehr wichtig. Peter ist, der hat so eine diplomatische Art an sich, der kann unheimlich gut zuhören. Und überlegt sich genau, was er denn zu dem Thema sagt. Bei mir ist es eher anders. Ich bin da wesentlich emotionaler und plauze mal auch mal raus. So. Und auch unüberlegt. Ist jetzt im Alter besser geworden, aber ich kann mich an jungen Jahren erinnern, da 20 Jahre zurückdenke, da war ich also wesentlich explosiver, wenn mir irgendwas nicht gefallen hat. Und Peter war immer der Diplomat in der Band. Maschine war immer der Macher. Da kann man nun sagen, was man will. Der hat ja in den 46 Jahren, ich glaube, 350 Songs für die Pudis geschrieben. War immer der Fleiß hier, und wenn der Motor in der Band. Und wenn du nicht so einen Motor in der Band hast, funktioniert die ganze Band nicht. Da muss also einer sein, der das Zepter in der Hand hat und der sagt, wo es lang geht. Und da haben wir Maschinen auch eine Menge zu verdanken. Quaster war immer der Mann mit Ideen für Bühne, Kostüm und all was dazugehört, der sich da auch extrem über Jahre engagiert hat. Wenn es also hieß, irgendwelche Bühnenbauten sind zu machen, dann war Quaster derjenige, der das in die Hand genommen hat. Bimmer ist der nette, intelligente Bassist in der Band. Der ist mittlerweile, glaube ich, 18 Jahre dabei. Ein toller Bassist, muss man sagen. Der, wie die Bassisten so an sich haben, der also eigentlich die personifizierte Zeitlupe ist. Der macht alles ganz langsam. Am Bass, das ist Bimbo! Als Bassist und Musiker wurde ich sofort anerkannt. Wir haben ja, wie gesagt, damals, als wir uns getroffen haben zur ersten Probe, ich hatte das ganze Material schon in petto, und wir haben da 2-3 Stunden geprobt und dann war das Konzertprogramm durch. Gut, nun war das Problem noch, was sagt das Publikum dazu? Da ist es schon ein Problem, dann auch angenommen zu werden ohne weiteres. Das habe ich dann erst mal auf der Bühne gemerkt, als mir dann Harry den Bass überreicht hat und die Leute dann anerkennend applaudiert haben. Dann so, ach so, ja, gut, jetzt bist du irgendwie scheinbar doch angenommen von den Fans. Guck mal, Rolf steht neben mir. Hi, hi. Wir spielen ja im nächsten Jahr noch eine Tour mit den Rocklegenden. Und da sind wir auch in Berlin. Und wenn du zufällig in Berlin sein solltest, hol ich dich ab und dann kommst du mit. Okay, und jetzt muss ich den Klaus mitnehmen. Wir müssen jetzt Soundcheck machen. Ja, Harry hatte damals vor, schon bei den Pudis zeitnah aufzuhören. Und hat mich gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, das Management der Pudis zu übernehmen. Eine gewisse Zeit gemeinsam, bis ich das Thema richtig in die Hand nehmen kann, weil Harry hat natürlich schon eine spezielle Art gehabt, die Pudis zu vermarkten, was er sehr, sehr gut gemacht hat. Aber das war natürlich vor der Wende. Und jetzt ging es ja los, wie machen wir oder wie vermarkten wir die Pudis nach der Wende? Ja, und dann mit der Hilfe von Rolf oder mit dem Management von Rolf haben wir dann sehr gut zusammengearbeitet. Dann kam die Werbung dazu. Berliner Pilsener fing ja damit an. Ich glaube, Werbemusik ist auch eine sehr interessante Sache, weil man in kurzer Zeit die Musik auf den Punkt bringen muss. Und das ist, glaube ich, gar nicht mal so einfach. Mit mir am Fesen steht ein Paar.
das Ding darüber nach, was war. Er sagt, ich glaub, ihr habt's geschafft und sieh mein Stolz mit einer Kraft. Werbung, ich nehme mal an, das ist sowieso ein Markt, auch in der Studiobranche. Und ich vermute einfach mal, dass das auch Spaß machen kann. Das macht auch Spaß. Ich lade sie zum Berliner Pilzen ein, möchte mich mit diesen beiden freuen. Wie schön es ist, nicht nur ein Spruch, was gut, gut, gut ist, setzt sich durch. Was gut, gut, gut ist, setzt sich durch. Na klar, arbeiten musst du. Also du kannst dich nicht ausruhen. Du musst auf der Bühne Schwaudi-Daudi machen, aber hinter der Bühne ist es hart arbeiten und dranbleiben. Also da ist nicht mit ausruhen und ach, können wir morgen machen. Da musst du ganz viel üben, da musst du proben, da musst du vorbereitet zu den Proben auch kommen, damit dann auch das abends klappt beim Konzert. Das gehört schon dazu, ja. Wir haben laut nach euch gerufen. Ich glaube, bei dem Stück, wo wir uns jetzt hin bewegen, und da kann man irgendwie noch nicht so richtig von Routine sprechen. Das ist schon ein ganz großes Stück Arbeit. Und wir wollen ja die Pudis irgendwie auch gut vorbereitet in diesen, ja, in ihren letzten Tag schicken, zu ihren beiden letzten Konzerten. Wir sind natürlich das Exklusivmanagement und wir machen auch die Produktion. Das heißt, die Produktion, die Pudis fahren zu 95% mit eigener Bühne, mit eigenem Ton, mit eigenem Video, mit eigenem Licht los. Und insofern stimmen wir hier in Hoppegarten ab mit den Pudis gemeinsam, was wir auf Reisen schicken, in welcher Größenordnung und wie aufwendig die Produktion sein soll. Okay, das sind ja die Pointe. Sind die alle überprüft? Sind ja. Die alle in Ordnung? Alle tipptopp, deswegen stehen sie jetzt schon hier alles. Wie viele Stück bringen wir an den Start? 24 oder 28 Stück haben wir jetzt am Start. Der ist jetzt komplett schon vorgeladen jetzt für Leipzig jetzt mit PE. Okay. Hm. Was schätzt du, wie viele Trucks wir brauchen? Wir vermuten mal 4. Ich glaube, die Pudis selber müssen einfach nur gut vorbereitet sein mit den Dingen, die wir im Hintergrund tun. Also die ganze Technik, die da aufgebaut werden muss. Die Gäste, die sie erwarten bei ihren beiden Konzerten. Ich glaube, wir reden hier irgendwie, ich sag mal, über eine 50-Mann-Menschen-Produktion, also 50 Leute. Und eigentlich müssen die alle gut vorbereitet ins Rennen gehen, damit dann die Pudis sicher auf die Bühne gehen und sich da eben gut vorbereitet wissen. Dadurch, dass ich Lichtmann bin, bei den Pudis muss ich halt Licht machen und muss halt gucken, dass ich bei 3 Nummern schnell auf die Bühne renne und Schlagzeug spiele und dann wieder zurückrenne und wieder Licht mache. Wird sehr lustig. Wir haben es jetzt sozusagen 13.13 Uhr und 18.30 Uhr ist Einlass. Und jetzt werden wir hingucken und sagen jetzt, okay, wir haben das Licht jetzt hochgefahren, jetzt können wir die Backline hinstellen, können die Bühne bauen. Und dann heißt es, muss die PE noch zum Klingen gebracht werden, die wird gerade eingemessen, ausgerichtet. Da hinten fehlen noch ungefähr 3 Meter LED-Fläche und Anbauten müssen noch stattfinden, der Vorhang muss ausprobiert werden. Also wenn ich das mal zusammenaddiere, dann ist es sportlich. Die Show muss weitergehen.
haben es jetzt 14.15 Uhr, 16.30 Uhr soll Soundcheck sein. Vielleicht noch eine halbe Stunde Delay. Also haben wir eine Stunde rausgeholt. Beruhigt mich. Etwas. Garderobe ist ja auch so ein bisschen der Rückzugspunkt vorm Konzert, wo man einfach noch mal ein bisschen abschalten kann und sich mental darauf vorbereiten kann. Also sollte schon möglichst gemütlich sein. Das sind jetzt Jana, Andi und Henne. Das ist eigentlich die Band Wellbrook & Kendall, aber sind ja alles Pudelskinder. Und Annabelle und Kimmy sind die kleinen Mädchen. Weißt du, Annabelle die Enkeltochter von Maschina und Kimmy ist die Tochter von Quaster. Und wen haben wir jetzt noch? Haben wir alle? Haben wir alle untergebracht. Und die Drama sind ja auch die Söhne. Es gibt eigentlich nur Familie hier hinter jeder Tür. Ja. Man sieht quasi Andy Birr, den Sohn von Maschine, Nick Scharfschwert, den Sohn von Klaus Scharfschwert, dann Sven Hertrampf, den Sohn von Quaster und mich als Enkel. Bin quasi Ausnahme. Aber dafür habe ich noch Haare. Ja, wir sind ja alle in das Projekt reingewachsen, sind von Anfang an dabei, also ich und Andy zumindest, von Maschine der Sohn. Sind wir eigentlich, seitdem wir Kinder sind, immer mit bei, immer hinter der Bühne, immer auf der Kiste gesessen. Und für uns ist es sehr schwer, jetzt mit diesem Abschiedsding auch umzugehen. Bei mir tut sich ein bisschen Wehmut auf. Die Pudis haben mein Leben bedeutet, sind also praktisch, ich bin ja älter als die Pudis, damit groß geworden. Und da geht schon eine Ära zu Ende, muss ich sagen. Ja, das geht schon mir auch sehr nah. Ich finde das eigentlich ganz cool so auf der Bühne, das macht Spaß. Und wenn man dann, also wenn es dann auch so zu Ende ist und alle klatschen so für dich, das ist dann auch richtig schön. Ich weiß, wann Lebenszeit mein Lieblingslied geworden ist von Pudis ungefähr. Das war halt gerade kurz vor den Prüfungen und da hatten wir halt so in Deutsch, mussten wir irgendeinen Text analysieren. Dann hat halt mein Deutschlehrer das Lied Lebenszeit von Pudis halt genommen. Und dann habe ich das erste Mal nochmal so richtig gehört. Und dann fand ich den Text richtig schön. Und ja, seitdem ist mir halt so der Gedanke gekommen, dass es schon einer meiner Lieblingstitel ist auch. Natürlich wollten wir die Leute kriegen und ich habe immer gesagt, wenn wir was machen, dann sollte was Besonderes sein. Ich wollte nicht durchschnittlichen Erfolg haben, wir alle nicht. Wir wollten so sein wie die ganzen Bands, die wir damals verehrt haben. Das wollten wir erreichen. Das war ein Abenteuer, am Anfang kaum bemerkt. Die Lust war ungeheuer, wurde zum Lebenswerk. Wir hatten keine Ahnung, wie lang der Zirkus geht. Es war schön. Und schade, dass es zu Ende geht, muss ich so sagen. Aber ich sage auch, ich verstehe die Menschen, die da auf der Bühne stehen und dann irgendwann sagen, wir hören jetzt auf. Jetzt machen wir das ja nicht, weil ein Bach runtergeht, sondern jetzt sind wir in jedem fortgeschrittenen Alter. Folgedessen schaffen wir uns jetzt die Freiheit, jeder für sich noch was machen zu können und sich was aufzubauen. Und wenn es einen dann trifft, naja, dann betrifft es die anderen nicht. Bei uns in der Familie wurde eigentlich gar nicht drüber gesprochen. Und es wurde drüber gesprochen, dass der 1. und 2. Januar die letzten beiden Abschlusskonzerte sind. Und ansonsten haben wir uns alle viel Glück gewünscht und haben uns gefreut, dass es doch dann bald soweit ist.
1969 geboren. Ich bin mit den Pudis aufgewachsen. Ja, das ist wirklich wie Familie. Man kennt sich jetzt über die ganzen Jahre oder so. Man kennt die Wehwehchen von dem anderen Kollegen. Man kennt diese Kollegen von der Crew jetzt, die Wehwehchen. Wir sind ja nicht nur eine zusammengewürfelte Crew, sag ich mal. Wir sind ja die Stammcrew von den Pudis. Und wir müssen ja Tag ein und Tag aus, also wenn wir auf Konzerten sind, miteinander leben oder so, beziehungsweise im Nightliner schlafen alle zusammen. Ja, und da kann man ja nicht Abstand halten oder so, und bis jetzt hat alles funktioniert. Das ist dann, ja, jetzt heißt es Abschied nehmen, ja. Ihr lasst uns fliegen, fliegen, wir sagen danke, danke, danke und goodbye. Ich glaube, wir haben alles richtig gemacht, dass wir uns mit Größe und mit Würde von der Bühne verabschieden. Mit Freude, Spaß haben am Spielen und zufrieden sein, dass man überhaupt 46 Jahre geschafft hat. Für mich ist dieser Titel Es war schön einfach wirklich so ein schönes Lied. Also ich muss ehrlich sagen, dass ich manchmal immer noch Tränen in den Augen habe, wenn Maschine das jetzt singt auf der Bühne. Es war schön, einfach schön. Was war, kann uns keiner mehr nehmen. Denk an unsere Zeit, sie war schön. Dass wir uns jetzt auflösen, das heißt ja nicht, dass wir uns alle zur Ruhe setzen wollen. Also jeder wird sein Ding irgendwie weitermachen. Maschine macht seine Solotour. Ich unterstütze Quassner ein bisschen und mache mir Gedanken, wie es mit mir weitergehen soll. Also ich habe ja eh mal diese Variante der musiktherapeutischen Tätigkeit. Und zum anderen möchte ich auch so Dinge, die mir noch im Kopf sind, rein kreativ, möchte ich versuchen umzusetzen. Ich habe mich noch nie gelangweilt, irgendwas fällt mir schon ein. Und mir wird wieder klar, na kommt, es war schön, einfach schön. Was war, kann uns keiner mehr nehmen. Denk an unsere Zeit, sie war schön. Adam, in 4 Jahre ist Peter, es geht also langsam streng auf die 80. Uns rennt die Zeit weg. Uns rennt eindeutig die Zeit weg. A, wenn alle gesund sind und wir Bock dazu haben, und dann Jubiläum zu feiern und man sagt, man hat gerade hier im Ostteil Deutschlands, man hat so einige Orte, wo wir über Jahrzehnte, ob es in Carmen sie gespielt haben, ob es in Freiberg ist und selbst noch 2, 3 andere Orte, ob da noch mal so eine Jubiläumstour möglich ist, also muss abwarten. Es war schön, einfach schön. Ja, es ist alles in Ordnung und richtig gewesen. Und alles kann kaum besser wiederholt werden. Es war schön, einfach schön, endgültig vor.